Au. Ich weiß. Leute, ich bin so verplant heute. Das gibt's gar nicht, ey. Es ist Sonntag, ne? Seid ihr mir hier fast runtergefallen. Die Kette, ich weiß, die wird wahrscheinlich nicht lange halten für 2 Euro, aber die kann man einfach mal ab und zu mal tragen, wenn irgendwie ein besonderer Anlass ist. Besonderer Anlass, 2 Euro Kette, alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe hier alles aufgebaut. Ich bin jetzt seit einer Stunde oder so dabei, weil ich mache ja normalerweise meine Videos immer im Wohnzimmer und Manu ist da, der hat heute frei. Und ja, da gönne ich ihm das natürlich, dass er heute die Stube in Beschlag nimmt und ja, seine Serien guckt. Und deswegen mache ich das Video heute hier in der Küche. Ist ja auch nicht schlimm, aber man weiß halt immer, wenn man seine Videos immer an der gleichen Stelle dreht, wie man das Licht stellen muss, wie das alles am besten passt mit dem Hintergrund und so. Aber naja, dies ist jetzt natürlich nicht so ein schöner Hintergrund in der Küche, aber es geht hier ja um den Primark Haul, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Denn wir waren gestern in Hannover beim Primark und ich war bis jetzt ja nur erst einmal da, und zwar war das aber in Bremen. Und in Bremen, das kann man gar nicht vergleichen mit dem in Hannover. Also das ist, glaube ich, 3 oder sogar 4-stöckig in Hannover und wir haben wirklich echt zu tun gehabt. Wir waren da 3 Stunden drinne und haben... Ich habe extra den Kassenbon. Warte mal, den habe ich doch gerade extra. Ja, wir waren da 3 Stunden drinne. Ich habe mich kaputt geschwitzt. Das ganze Geschleppe, dann kennt ihr, muss man ja immer diese Wagen hinter sich herziehen oder diese Beutel, was man da hat. Das muss man ja auch, weil man darf ja immer nur 8 Teile mit in die Umkleide nehmen. Und dann muss man ja wieder raus und wieder rein. Und dann haben wir das wirklich etappenweise gemacht. Wir haben erstmal den Korb voll gemacht. Also wir hatten insgesamt 3 Körbe. Manuels Töchter waren auch beide mit, weil die haben noch Geschenke bekommen zum Geburtstag. Die hatten noch nichts bekommen. Da haben wir gesagt, ey komm, wir kommen nach Hannover, weil die wohnen dort. Und dann fahren wir zu Primark und da könnt ihr euch was aussuchen. Und ja, wir haben insgesamt 314,10 € dort gelassen. Aber das ist natürlich nicht alles nur meins, sondern seine beiden Mädels haben ja auch ein bisschen was bekommen. Und ja, ich zeige euch heute meine Sachen und das, was ich euch gerade noch erzählen wollte mit dem Wagen. Wir haben das etappenweise gemacht. Wir hatten 3 Wagen. Die haben wir erstmal alle voll gemacht. Jeder hatte einen. Und dann sind wir zur Umkleidekabine gewatschelt und jeder ist erstmal rein und hat geguckt, ob überhaupt was passt. So, ich hatte Glück. Ich bin beim ersten Mal rein, passten mir gleich 5 Teile. Die dann rein und haben wir die haben wir dann für einen Wagen benutzt. Die Sachen, die dann passten. Ein Wagen für die Sachen, die passen. Die anderen Wagen haben wir dann weiterhin benutzt für einfach Sachen. Erstmal immer mal rein und dann gucken wir nachher mal. Ja, und das... ja, ist meine Ausbeute. Ich habe wirklich 2 dicke Tüten voll. Diese beiden. Und das zeige ich euch jetzt. Ich will auch nicht so lange jetzt hier rumlabern, weil sonst wird das Video so lang. So, dann zeige ich euch als allererstes mal den Schmuck. Und zwar habe ich mir diese Kette hier geholt für 2 Euro. Und dieses Armband für 5 Euro. Ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe nichts vorsortiert. Ich ziehe das einfach jetzt mal raus und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, als allererstes habe ich diese schönen Hemden hier gefunden. Die gab es in verschiedenen Farben, jeweils für 13 Euro. Und die fand ich so schön, dass ich mir erstmal eins mitgenommen habe in Schwarz. Und dann bin ich nachher nochmal zurückgerannt und habe mir das Gleiche, die kosten glaube ich beide 13 Euro, habe mir das Gleiche nochmal geholt in Blau. Weil die saßen so gut und die sind so ein bisschen länger. Und ja, dieses hier ist mit normalen silbernen Knöpfen und das schwarze ist mit goldenen Knöpfen. Ja, mit goldenen Knöpfen. Und die sind richtig schön so weich, so richtig schön, so ein gemütlicher Stoff. Und ja, die beiden habe ich mir dann gleich mitgenommen. 2 Stück, jeweils 13 Euro. So, dann geht es weiter. War ich ja auf der Suche nach einer Strickjacke, die ich dann auch gefunden habe. Und zwar ist das diese hier. Die hat so einen richtig schönen Kragen hier oben. Richtig so einen schönen breiten. Und hat dann so richtig, ist das hier so Leder abgesetzt. Und dann mit so schönen Knöpfen hier. Das fand ich so niedlich. Und ja, die musste natürlich dann auch mit. So sieht es nochmal aus. Oh, das sieht riesig aus in der Kamera. Na gut, ich bin natürlich ja auch keine Heidi Klum, ne? Muss man ja dazu sagen. Der hat 18 Euro gekostet. Kann man nicht sagen. Kann man offen tragen oder auch zu. Ja.
So, dann hat Manu sich ein Schal geholt für 6 Euro in Grau. Diesen ganz normal. Dann geht's weiter. Habe ich mir auch einen Schal geholt für 2,50 Euro, weil ich habe wirklich 20 Schals, aber ich habe nur einen einzigen schwarzen. Und das ist jetzt dieser hier. Also ich habe schon einen schwarzen, aber der ist mit so Sternchen drauf. Und den kann man halt auch nicht überall zu tragen. Und ja, da habe ich gedacht, den nehme ich gleich mal mit. Und zwar hat das auch einen bestimmten Grund. Denn ich habe eine wunderschöne Jacke gefunden für 21 Euro. Und da passt halt nur ein grauer Schal oder ein schwarzer Schal zu. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Die zeige ich euch natürlich gleich nochmal, die Jacke. So, dann hat Manu sich hier ein paar Unterbüchsen mitgenommen für 9 Euro. Da sind 3 Stück drin. Das ist nicht so interessant, aber ich zeige euch einfach alles, was ich gekauft habe. So, dann hatten die riesen Ständer voll mit diesen Oberteilen für 5 Euro. Die haben vorher 12 Euro gekostet, jetzt nur noch 5 Euro. Und da habe ich mir erst nur das in Grau mitgenommen. Das ist einfach so zum Überziehen mit so einem Top oder so, ne? Die sind auch ein bisschen länger zum Knöpfen. Und ja, für 5 Euro, da kann man ja wirklich nichts sagen. Ja, dann habe ich mir das gleiche natürlich auch nochmal in Schwarz mitgenommen, weil Schwarz kann man immer gebrauchen, wisst ihr, mit einem weißen Top oder mit einem weißen T-Shirt. Oder man kann auch was Schönes, Knalliges drunter ziehen, was Pinkes. Und ja, auch für 5 Euro kann man nichts sorgen. So, dann ein Oberteil, was mir gleich ins Auge gestochen ist, was ich schon die ganze Zeit immer haben wollte, also in diesem Stil. Und zwar kennt ihr das, jetzt ist da schon Make-up dran. Ich kriege zu viel. Das naja, egal, muss ich eh waschen. Und zwar ist das so ein Pulli, wo oben so diese Bluse rausguckt und unten. Das finde ich so schön. Und zwar sieht der so aus. Und der hat gekostet 18 Euro. So sieht der von vorne aus. Erstmal oben mit dieser Bluse. Und dann unten auch nochmal. Und die ist, glaube ich, hinten auch ein bisschen länger. Das finde ich so schön. Und ich habe den angezogen und ich habe vor mir hingesagt, bitte, bitte, lass ihn passen, bitte, bitte. Und er passt und er sieht so schön aus. Und von hinten ist er noch mit so einem Reißverschluss. Und ja, das ist wirklich, also das ist, muss ich sagen, mein Lieblingsstück. Da habe ich mich so drüber gefreut. Ich habe dann auch nochmal später einen anderen Ständer gefunden, wo die auch nochmal drauf waren, die Pullover, aber in anderen Farben. Aber die anderen Farben mochte ich alle nicht. Und das hier ist genau die Farbe, die ich haben wollte. Und ja, ups. Den finde ich so toll und das ist mein Lieblingsstück für 18 Euro. So, dann geht's weiter. Was ich ja richtig cool finde, ich habe bei Primark alle Bügel mitbekommen, weil ich wollte meinen Schrank heute aufräumen. Und alles, was wirklich nichts mehr ist, kommt weg. Und was ich euch nochmal fragen wollte, was macht ihr mit euren alten Klamotten? Schmeißt ihr die in Altkleider oder bringt ihr die in so soziale Kaufhäuser oder verkauft ihr die? Was macht ihr damit? Schreibt mir mal hier unten einen Kommentar, wie das bei euch so abläuft. Oder verschenkt ihr die Sachen? Wie macht ihr das? Das würde mich echt mal interessieren, weil wenn ich gleich meinen Schrank aufräume, da werden bestimmt 2, 3 Müllsäcke bei rumkommen, weil ich habe das ewig nicht gemacht. Und da sind so viele Sachen, die mir nicht mehr passen. Und die werde ich wirklich gleich alle ja, wegschmeißen. Nicht. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Wir haben bei uns in der Stadt so ein soziales Kaufhaus. Vielleicht bringe ich das dahin, mal gucken. Ja, auf jeden Fall, was ich richtig cool finde, was ich sagen wollte, bei Primark gibt es die Bügel mit. Die kriegt man ja überhaupt nirgendwo mehr. Die muss man sich ja schon kaufen. Und das fand ich richtig cool und sagte, wollen Sie die Bügel mithaben? Ich so, ja, auf jeden Fall. Ne? Und jetzt habe ich gleich richtig schön Platz in meinem Schrank und werde wirklich nur das aufhängen, was ich wirklich aktuell anziehe. Und da freue ich mich gleich schon drauf. Ja, und vergesst nicht zu schreiben, denn das würde mich wirklich jetzt mal interessieren, was ihr damit macht. Weil dann lasse ich wirklich die Säcke hier mal stehen. Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, was man damit machen könnte. Natürlich spenden oder so. Aber ich weiß gar nicht, wo bringt man das hier hin? Wie macht man das? Ne, könnt ihr mir ja mal schreiben. So, dann habe ich mir auch noch ein paar Schlüpper geholt für 4,50 Euro. Die sehen natürlich jetzt nicht besonders hübsch aus, aber ich zeige euch die trotzdem. Die sind für den Alltag. Und man braucht ja nicht jeden Tag die beste Spitzenunterwäsche tragen. Ne? Deswegen
Aber die sind super bequem, weil ich liebe die, wenn die so sind. Ich hasse irgendwie so Stringtangas oder so. Das finde ich einfach unbequem. Und gerade im Alltag. Und deswegen, diese Farben sind ja noch ganz schön. Diese, diese und diese. Aber die kann man ja wohl vergessen. Aber egal, ich trage sie trotzdem. Ja, dann geht's weiter. Wie ich euch gerade schon erzählt habe, mit einer wunderschönen Jacke für, und jetzt kommt der Knaller, für 21 Euro. Die sieht so aus. Genau so eine wollte ich ja haben, mit so schwarzen Knöpfen und halt diese Farbe. So sieht das aus. Die Knöpfe muss ich noch etwas annähen, weil die sind ein bisschen locker. Das will man erwarten, dafür 20 Euro. Aber ansonsten ist die Jacke richtig warm und die ist so schön mit diesem Kragen. Das sieht so toll aus. Und ja, da bin ich wirklich echt glücklich drüber, dass ich eine Jacke gefunden habe, weil ich habe ja immer nur meine schwarze an. Kennt ihr ja aus den Vlogs. Und irgendwann will man ja auch mal was anderes haben. Ich habe zwar andere Jacken, ich habe genug Jacken, das darf Manu aber gar nicht wissen. Die liegen irgendwo unterm Bett. Und ja, deswegen, wenn er jetzt weiß, dass da so viele Jacken liegen, dann sagt er, du kaufst du schon wieder eine neue Jacke. Aber die musste einfach mit, weil für 20 Euro, oh Mann, die ist so schön. Ja, da freue ich mich drüber. Und über diesen Pulli, das sind wirklich meine beiden Lieblingsteile. So, dann, was das hier soll, weiß ich nicht. Das hat Manu an der Kasse irgendwie reingeschmissen. Ob das jetzt irgendwie sowas ist wie Mamba oder sowas, ich habe keine Ahnung. Jewitz. Keine Ahnung, hat man mitgenommen. So, dann habe ich mir war immer auf der Suche nach so einem langen Top, was wirklich bis zu den Knien geht. Und das habe ich jetzt auch hier gefunden. Für sagenhafte 3,50 Euro. Und ganz normal schwarz und dann einfach in so richtig schön lang. Und jetzt zeige ich euch gleich, wie ich mir das vorgestellt habe. Dieses Top. Und darüber habe ich dann dieses Oberteil hier. Das sieht so ganz normal aus. Grau. So, und dann fängt das an, dass es da so ein bisschen schräg wird und hier unten richtig lang. Auf der einen Seite halt richtig lang und hier kürzer. Und deswegen auf der kürzeren Seite, da ich ja ein paar Kilo zu viel drauf habe, habe ich gedacht, sieht das nicht so gut aus, wenn man da einfach nur eine Jeans anhat, weil dann sieht das immer alles so fett hier an der Seite aus. Und da habe ich gedacht, so ein langes Top, das wäre perfekt. Und das habe ich dann gefunden und dieses hier dann da drüber, perfekt. Also wirklich, da freue ich mich sehr drüber. Und das hat gekostet 10 Euro. Kann man auch nichts zu sagen. So, und dann kommen wir zu den beiden letzten Teilen. Und zwar habe ich mir zwei Kerzen geholt für jeweils 1 Euro. Sweet Vanilla und Coconut. Diese für 1 Euro. Ja, Leute, und das war's schon. Ich wundere mich gerade, das kam mir jetzt ein bisschen schnell vor. Weil Manu hatte das ausgerechnet heute Morgen und sagte, du hast alleine für 165 Euro eingekauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinkommt. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, das ist alles. Mehr hatte ich auch nicht. Und ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wünsche euch noch einen schönen Nikolaustag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.